Herzlich willkommen zum Bus-Simulator 2018. Ich bin Benolino HD und ich let's playe heute diesen Simulator. Ihr wisst, oder einige wissen vielleicht schon, ich bin ein riesiger Verkehrsfan. Also ich mag den ganzen Verkehr mit Straßenbahn, Bus, halt solche Verkehrsmittel. Und heute tun wir das in diesem Simulator einfach mal nachspielen. Es wird so richtig cool. Wir spielen in der Stadt Seaside Valley und dieses Spiel kommt aus dem Hause Astragon und es konnte sich 4 Buslizenzen sichern. Unter anderem sind dabei Iveco, MAN, Citaro, also Citaro K, Citaro G, ne, ist klar, und Setra. Das werden wir aber alles im Let's Play sehen. Wir werden uns genauer Busse angucken, genauer Strecken, genauer die Strecken und vieles, vieles mehr. Es wird richtig cool. Und wir gehen jetzt erstmal unseren Namen ein. Ich nenne meins einfach definitiv Benolino HD Lines. Wir spielen mit Geld, also, ne, würde ich mal sagen, let's go. Und es gibt Mods, das heißt, dieses Spiel wird mal richtig krass, wenn man Mods hat, dann können wir coole Decals, also coole Skins und so uns herunterladen. Aber das wird dann alles noch in den nächsten Parts kommen. Ne? Das ist ja der erste Part. Und ja, genau. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird einen Dialog geben und in der Zeit werde ich nichts sagen. Also, ne, da wisst ihr Bescheid. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Dialog. Oh, hallo! Hier drüben! Schön, dich wiederzusehen. Hoffentlich war der Verkehr nicht zu übel. Egal, sieh mal hier. Der total coole Mercedes Citaro K. Direkt vom Hof gekauft, drüben in Sunny Springs. Klar, das ist ein kleineres Modell. Aber ich bin mir sicher, dass die ganze Stadt in diesem Bus mitfahren will. Und bei unserem kleinen Projekt auch. Entriegel die Fronttür, indem du mit dem Fronttürschloss interagierst. Okay, let's go. Und öffne. Tada! Steig in den Bus. Vergiss nicht, auch die hinteren Türen zu entriegeln. Setz dich einfach in den Fahrerstand, wenn du bereit bist. Ich setz mich so lang. Hier drüben. Okay. Alles klar, mit F1 können wir die Perspektive wechseln. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Vergiss nicht, die Tür zum Fahrerstand zu schließen und die Sitzhöhe anzupassen, nachdem du den Motor angelassen hast. Ich glaube, du bist etwas größer als der Fahrer, der den Bus ausgeliefert hat. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super! Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Erster Gang. Und Beschleunigung mit B. Bremse mit S. Nächster Halt. Oh, und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Überprüfe den GPS. Okay. Let's go. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Wir bekommen auch immer Pluspunkte für die Sachen, die wir gut gemacht haben. Die werdet ihr da unten auch immer sehen. Ne? Da bist du, nur damit ihr Bescheid wisst. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen.
Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Gut. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Ausblinken nicht vergessen. Sehr wichtig. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Gehe ich auch in die Action-Kamera, nur damit du Bescheid wisst. Und mit F3 in den Spiegel. Wow, hast du es eilig? Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben. Können wir hupen, nur damit ihr Bescheid wisst. Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Na gut. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Ach, ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen Bluetooth-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gern an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Siegwaldenlido. Da dürfen wir nicht reinfahren. Das sind Schlaglöcher. Da kriegen wir Minuspunkte. Das ist nicht gut. Deswegen machen wir das auch nicht. Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. So. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl, das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? So, er möchte eine Passagier, möchte eine Woche-Karte. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira,
Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Tellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? So. Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Also Leute, im nächsten Part fahren wir dann auch weiter und werden einfach mal gucken, was unsere nächsten Aufgaben sind. Schaut auf jeden Fall mal wieder vorbei, wenn es heißt, auf die Straßen, fertig, los.